Guten Morgen. Gestern Abend am 21.11.24 ist noch in Jelena Góra in Polen bei den Hundefreunde Ich will leben e.V. ein Notfall eingetroffen. Die liebe Hündin Leosia, kleine süße kleine Maus, perfekter Hund für ein älteres Pärchen, älteren Herrn oder ältere Dame. Ach nee, Hammer. Toller kleiner Hund. Wieder mal Jack Russell Größe. Das ist eigentlich meine Beuteschema. Ja, mein Schatz. Nee, hat noch Angst. Kann man auch gut verstehen. Nee, fressen noch nicht. So, die kleine Maus, was steht denn da? Klein, ja, sehr klein. Circa 10 Jahre, 10 auf 12 Jahre alt. Oh, schöne Maus. Kastration, ja. Was schreiben die denn da? Übersetzt ins Deutsche. Und für gute Nacht, Leonsia. Ein Hund, der kein eigenes Zuhause hat, aber wirklich eins braucht, kann ich mir vorstellen. Dank der Hundefreunde Ich will leben e.V. Stiftung, die ihre Operation bezahlt hat. Danke mal, Maria und Co. Ist Leonsia bereit für die Adoption? Dies ist eine ältere, etwa 10 bis 12 Jahre alte kleine Hündin. Ich denke mal so Jack Russell Größe, die nur einen lieben Menschen braucht, um glücklich zu sein. Leosia bleibt in Jelena Góra Schutzhaus und wartet dort auf, hoffentlich in Kürze, auf jemand, der sie aufnimmt. Genau. Ach so. Juli, Oktober 24. Ania hat unsere Unterstützung bei den Behandlungskosten für diese arme kleine Hündin gebeten. Sie kam völlig entkräftet und mit einem großen Tumor unterm Bauch ins Tierheim nach Jelena Góra. Gutes Tierheim, da war ich schon öfters selber. Nachdem sie alleine umherirrend von Passanten aufgegriffen und dort abgegeben worden war, man hat ihren Namen Leosia gegeben, die Alte auf ca. 10 bis 12 Jahre geschätzt. Ängstliche kleine Maus. Was ist der Tumor? Ach nee, kleiner Schatz. Oh, am Schlafen ist sie. Am Schnarchen ist sie, kleiner Schatz. Sie hat bereits Blutuntersuchungen und eine Lungenröntgen hinter sich. Es sind keine Metastasen vorhanden. Das ist schon mal gut. Am Montag werden ihre Zähne gemacht, da diese in einem schlimmen Zustand sind. Ich denke mal, die hat irgendwo gelebt und hat sie einfach zum Sterben ausgeschmissen. Mit der Tumor-OP müssen wir noch etwas warten. Also das ist jetzt gemacht worden. Jetzt 21.11.24 ist sie nun bereit zur Adoption. Aufwachen. Hallo Schatz. Hallo mein Schatz. Toller Verein, Hundeleben, ich will hundefreundlich leben, e.V. muss ich nur noch immer wieder sagen. Ania schrieb: Guten Morgen, schicke euch die erste Rechnung für Leosia. Dies ist die Rechnung für ihre Zahnbehandlung und für die Tumorentfernung, inklusive der Kosten für alle vor der OP durchgeführten Untersuchungen. Der Tumor war riesig und die Zähne in einem schrecklichen Zustand. Wenn Leosia sich komplett erholt hat, steht noch eine weitere OP an. Klinikrechnung 564 Euro. Das geht aber für so eine Operation. Hier bezahlen wir es drei-, vierfache. Medizinpaten. Danke, Delia. Danke, Gerhard. Klasse Leute. So, genau. Genau, inzwischen hat Leo sie auch die weitere Groß-OP, bei der die zweite tumoröse Milchschleiße entfernt wurde, gut überstanden. Wir sind sehr glücklich, dass wir Leo sie hier dank ihrer Spenden, danke nochmals, die Chance ermöglichen konnten und können wir mit der Platzsuche beginnen. Schön, toll. Toll, toll. Oh Gott, hier ist noch eine. So, wie gesagt, ich ist zur Adoption bereit. Ich hoffe, findet sich jemand für eine ältere Dame. Wäre perfekt für eine ältere Dame hier in Deutschland oder für einen älteren Herrn, die noch ein bisschen Liebe zu vergeben haben, einen warmen Platz. Kleiner Hund, wahrscheinlich ganz unkompliziert, hat noch ein bisschen Angst am Anfang, aber sonst die Augen.
Toller Hund. Kleine Maus. Ich hoffe, du findest jemanden. Halt die Daumen. Tschüss.